Los geht's, ihr Lieben, mit dem nächsten ORL-Rennen. Wir sind in Sanford unterwegs und nachdem wir uns einen Punkt sichern konnten in den USA, geht's jetzt auf die nächste Strecke. When you're ready, let's go. Hab's auch nochmal geguckt, war nice. War super, auch die Treibmusik hat für mich gepasst. Okay, nice, Ehre. Und Remo, moin. Ja, also ich habe auf jeden Fall... Oha, ich muss ein bisschen leise machen. Ich habe auf jeden Fall relativ... mal ein bisschen was... Oh Gott, Neues probiert. Ja, cool. 1080 Grad. Lenkung ist belastend. Ich habe auch keine Bremse. Ah, stimmt, mach einen PC-Neustart. Okay. Am Schaltdings geht es. Leute. Okay. Kurz auf die Facecam wechseln. Komm, all tap. Schnell. Na komm schon. Los. Warum habe ich nicht... Okay, wie komme ich jetzt am schnellsten? Aus Systemsteuerung, da haben wir. Gerätemanager ist falsch, Geräte und Zubehör, richtig. Clubspot Pedals, Game Controller Einstellung, Eigenschaften, so. Was sind jetzt so. Okay, perfekt. Jetzt dürfte es eigentlich passen. Zurück auf die Strecke. Den neuesten Fahrraddecktreiber habe ich noch nicht installiert. Bei mir war das Problem, dass ich die Pedale nicht mehr richtig kalibrieren konnte. Fehlercode, am besten damit zu Codemasters ins Forum gehen, weil da sitzen die Leute, die halt technisch sehr versiert sind damit. Die können dir damit auf jeden Fall helfen. Mein Problem, warum ich F1 2019 auf meiner neuen Grafikkarte nicht, oder mit meiner neuen Grafikkarte nicht starten konnte, war dann auch gelöst, als ich das dann nochmal recherchiert hatte und im Codemasters Forum fündig wurde. Mein Witz.
Mittelsektor sah ganz gut aus. Letzter Sektor gefiel mir nicht gut. Deutlich ausbaufähige Runde. Und Plodi Ehrenmann Digi, vielen, vielen Dank für die 1000 Bits. Auch Jenkins, danke dir für die Dono. Guck gleich mal, wenn ich in die Box geschoben werde. Spiel, aber Anton, auch schön, dass du eingeschaltet hast. Ich baue da wieder ein Lego-Set. Alright. Okay, glaubst du, Hamilton wird seine Karriere nach 2022 beenden? Fragt Jenkins mit der 1-Euro-Dono. Weiß ich so genau. Könnte jederzeit der Fall sein, könnte aber auch 1, 2, 3 Jahre länger dauern. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und Flori haut 1000 Bits raus. James, David, James, look after the tires, please. Dave, das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Früher sagte man noch Supersoft und die C3 greift. Und für ein bisschen Unbehagen, Klappflügelkapper. Ah! Mein Hirn schmerzt. Ah, wie dieser Brain Freeze, wenn man irgendwie Eis gegessen hat. Checks complete. We're ready. Und Manima mit VIP-Ehre-Digi. Merci für den Support. Geht's jetzt zum VIP-Status. Ich habe jetzt tatsächlich, was das Thema Essen bestellen angeht, eine neue Lieblingsspeise. Ich habe immer wieder gern mexikanisch gegessen und jetzt esse ich gerne, Gott, wie hieß es nochmal? Crunch Wrap heißt der, glaube ich. Was im Prinzip ein Burrito ist, nur halt ein bisschen anders. So ein bisschen wie Döner, den gibt es ja auch in dieser länglichen Form. Oder halt auch in so einem Sandwich. Das ist zwar kein Sandwich-Brot, womit sie es machen quasi, sondern trotzdem dieses dünne Brot. Aber es ist trotzdem mega geil, weil die packen auch so eine Schicht Tortilla-Chips in die Mitte, was den Salat und die ganzen Salatkomponenten von dem Fleisch mit dem Käse überlaufen trennt. Schmeckt so gut. Vor allem so ein bisschen Crunchiness drin. Und insbesondere geil ist es natürlich, dass man da ja das alles so ein bisschen getrennt voneinander hat, dass alles dadurch auch sehr frisch schmeckt. Mega gut. Einfach geil. Nicht an den Scheitel gekommen, schade. We've only got 2 laps of fuel left.
Nein! Null läuft. Shelviertalov. Da habe ich den Namen beim ersten Mal, glaube ich, schon direkt richtig ausgesprochen. Jo, danke, Topsen. Und Colt, vielen, vielen Dank für den Wechsel von Prime auf Stufe 1. Ehre, mein Lieber. Moin. Bin ich nie eigentlich in der AOR gefahren? Ich glaube Soft Medium, oder? Schade, 3/4 hatte ich auf jeden Fall in der Zeit drin, das wäre ganz gut gewesen. Prediction Top 10, was traue ich mir heute zu? Na, Top 10 wäre schon sportlich, sagen wir mal Top 10, ja. Okay, ich sag mal, eine Sekunde schneller kann ich. Let's go. Und Colt, vielen, vielen Dank für 5 Gift-Subs. Ehre, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die 5 Gift-Subs. Und Kufi haut 3 Euro raus. Glaubst du, dass Hamilton verlängert? Erstmal merci. Ich glaube ja, der hat Bock drauf. Der wird immer wieder als jemand dargestellt, der einfach ein bisschen Bling-Bling haben will und sonst irgendwie nichts an Interesse hat. Aber ich behaupte mal, Lewis Hamilton ist schon ein richtiger Racer durch und durch. Sonst würde man nicht bis zuletzt Formel 1 jetzt fahren noch. Ja, und bei Colt könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen, ne? Habe ich letztens nach dem Stream mal geradet. Für alle, die es nicht wissen, mein Brüderchen, der auch streamt auf Twitch. Wer Call of Duty mag, ist da bestens beraten, oder First-Person-Shooter im Allgemeinen. Und Days Code, danke auch dir für den Sub. Und Sebi, auch dir vielen Dank für den Sub. Merci, Leute. So, let's go. Letzter Run und ich hoffe, dass wir jetzt nochmal eine gute Runde hinbekommen.
muss mich auf jeden Fall deutlich verbessern, damit es ein paar Positionen mal nach vorne geht, aber im Rennen ist da eh noch sehr, sehr viel mehr drin. Für den Fall der Fälle, dass ich in die Top 10 komme, fahre ich aber die Reifen relativ entspannt an. Wenn du von Controller auf Lenkrad umsteigst, eine Sache ist wichtig, du musst den richtigen Lenkwinkel treffen. Klingt jetzt relativ easy und als würde man es für doofe beschreiben, aber ist es halt so, beim Controller lenkst du halt voll rein, indem du den Stick komplett rüber drückst. Das kannst du mit dem Lenkrad halt nicht machen. Mit dem Lenkrad musst du halt ja, wissen, wie weit du lenken kannst. Hätte ich da nicht die wahrscheinlich etwa 2 Zehntel verloren, dann wäre auf jeden Fall die Sekunde drin gewesen, die ich vorhin meinte. Egal, gute Qualizeit nochmal am Ende gefahren, wenn es auch nur P20 ist, ist in Ordnung. Puh. Eieiei. Ja, im Quali fehlt immer ein bisschen Zeit. Ich verstehe das immer noch nicht ganz warum, aber im Rennen ist hoffentlich besser. Das ist die Liga, wo Jan Oppmann mitfährt? Ja, ein Split höher, aber er fährt mit. Warum ist eigentlich jedes Mal ein anderer Helm von meinen Singleplayer-Karrieren hier drin? Sehe ich nicht. Ah, yes, bekommen wir auf den Zweitplatzierten. Zeit. Ja, das heißt Last to First. Definitiv. Jo, jo, danke Fusion. Danke Fusion, hatte Holger vorhin auch geschrieben. Gucken wir mal, wie Medium Soft dann funktioniert. Jano fährt nicht mehr auf OLM. Okay. Dann war ich da nicht auf dem aktuellsten Stand. Ja, vielleicht bald wieder. So, let's go. Alright, ihr Lieben, ich fahre mit Medium-Reifen los und hoffe, dass ich da irgendwie strategisch was reißen kann. Ich gehe gleich näher drauf ein. Puh.
So, der Quali nur auf P20 abgeschlossen. Aber mal gucken, was hier noch geht. Zum einen ist es ein langes Rennen. Zum anderen habe ich Medium-Reifen zum Start mitgenommen, was ganz gut ist. Weil ich zur Not auch die harten oder auch die Softs später mitnehmen kann, je nachdem, wie mein Reifenabrieb ist. Aber gucken wir mal. Mit den harten kann man natürlich volle Kanne durchpushen, mit den Softs hast du natürlich tendenziell auch ganz schnelle Zeiten. Und Kai, danke dir für den Prime-Sub. Ehre, mein Lieber. Merci. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Gegen mögliche Rennen? Ich glaube nicht, nee. Alrighty, Demon, let's go. Das war ein furchtbarer Start. Das ist mit den harten Grad echt recht langsam. Alright, let's focus now for the rest of the race. Und Jakob war in der Box. Und Softreifen mit, okay. DRS is now available.
Okay, schön ERS sparen hinter dem Kollegen. Viele Überholchancen gibt es eh nicht. Wenn du deine Batterie einmal entlädst, hast du ein sehr, sehr schweres Spiel hier. Deswegen brauchst du wirklich viel Geduld. Da hat er einen kleinen Schnitzer drin gehabt. Einfach weiter dranbleiben. Ist aber deutlich weniger chaotisch, als ich dachte. Es ist halt leider exakt das, was ich mir schon dachte, wenn mal die reale F1 da fährt, was es sein wird, nämlich purer DRS-Train. Gap to teammate behind is 2.4 seconds. Also zu fahren, nette Strecke, aber sonst kannst du es halt echt in die Tonne kloppen für Racing.
bis jetzt passiert halt absolut nichts. Es ist halt echt krass, wir sind 8 Runden schon im Rennen und das Spektakulärste, was passiert ist, ist, dass ein Auto kurz quer gestanden ist vor uns. Okay. 8 seconds. Erstes Auto an der Box. Komm mal ein bisschen Leben in die Bude. Also regulär in die Box. Wir haben gerade einen Überholmanöver in Zandvoort gesehen, das ist schon nicht schlecht. Und Sven, danke dir für den 14. Monat, mach weiter so. Sieh mein Lieber. Vorne wird gekontert. Und Adan kontert und holt sich die Position zurück. Nice. Damit kommen wir ein bisschen näher. No tire concerns at the moment. Just focus on the driving. Ich werde den Medium-Stint so lange ziehen, wie ich nur kann. Weil ich auf jeden Fall möchte, dass ich von etwaigen Safety-Cars, Virtual-Safety-Cars und Co. profitiere. Wenn ich also nach 22 Runden oder so auf die Soft wechseln kann oder nach 25 Runden, dann mache ich das. Ja, ja, und warum? Okay, weil ich 1,5 Runden verbraten habe schon.
You've moved up into P12. P12 now. So, er zieht vorbei. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Ja, bei Josh werde ich auch keine große Verteidigung auffahren. Das bringt mir halt nichts. Heißt jetzt nicht, dass ich aktiv langsamer werde an der Stelle, um ihn vorbeizulassen, aber... Wenn er irgendwo vorbeiziehen will, lasse ich ihn, weil er halt schneller ist. Und alles, was ich an Gegenwehr liefere, gegen die Leute, wo ich ohnehin im Rennen aktuell nicht gegen kämpfe, kostet nur Zeit. This lap, push hard on the in-lap. Okay, der Dude vor mir hat einen Disconnect. Okay, you're in the top 10. Uiuiui, sorry. Das habe ich ein bisschen unterschätzt.
habe mich ein bisschen anders eingeschätzt, die Lage. Da passiert ja jetzt doch noch mal ein bisschen was hier wenigstens, ne? Ich dachte halt, die KI fährt da noch und lässt sich da halt einfach zurückfallen. The gap to the car ahead is 1.7 seconds. Ja, so ungefähr wie ich jetzt Alberola vorbeigelassen habe. Oder wie hier. Ja, wie gesagt, so hatte ich das etwa vermutet, aber war ja nicht so. Sorry an den Kollege. Danke, Bommel, für die Info. In der AOR war ich in Runde 21 drin und hatte 71% auf den Reifen oder roundabout 70. Eieiei, jetzt probiert das aber auch hier mit der absoluten Brechstange. Okay, focus. We need to stay on form. Ja, aber läuft. Eieiei, der zieht aber auch am Ende rüber. Heiliges Kanonenrohr. Ist das mein Safety Car? Ja, aber es könnte gleich eine Position sein. Gegen ihn kann ich nichts machen. Aber die haben auch mittlerweile alle kein ERS mehr. So wie auch ich, aber bei mir wundert es mich nicht, aber bei den anderen schon ein bisschen. Untersteuern. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Alpha kommt trotzdem vorbei. Gut gemacht. Ah, das ist der Niklas.
The tires have deteriorated significantly at this point. Immer noch rund 3 Sekunden vor Crew 6. Das ist halt krass, dass die Mediums halt gefühlt nicht abbauen. Oder zumindest nicht so viel schlimmer als die harten. Und da ist ein Racing Point an der Box. Lennart geht jetzt auf Softreifen. Okay, der wird wahrscheinlich am Ende auch noch vor mir sein. Komm schon, Safety Car. Okay, clear. Weiß ich so recht, ob ich seine Attacke klug finden soll. Es war auf jeden Fall ein wunderschönes Ballmanöver. Ein schöner Zweikampf. Aber der hat doch wohl super viel Zeit dadurch verloren, oder? The gap behind us is 1.9 seconds. Mehr als wenn er einfach hinterhergefahren wäre und danach überholt hat. Vermute ich jetzt mal. Egal, Boxenstopp, wir werden von unseren alten Reifen erlöst und wechseln auf neue. Let's go. Nach 22 Runden haben wir 76% gehabt. Release, release. Release, release. That was our last stop. No more scheduled pit stops. To the car in front is 2.6 seconds. Okay, einige mit 2 Stop unterwegs, wahrscheinlich auch nicht freiwillig, aber das sorgt auf jeden Fall für ein bisschen Action vor uns zumindest.
Crew 6 an der Box. Damit immerhin nicht mehr letzter. Wir holen aber zu dem Sepp auf im McLaren auf Platz 16. Brauchen nur noch etwa 2 Sekunden gut zu machen und dann haben wir wenigstens P18. Ja, 17 im Prinzip, aber Josh wird das 3-Sekunden-Fenster rausfahren können. Die 3 Sekunden kriegt er hin. Keine Strafe, dann machst du schon einen Sprung. Aktuell haben sehr, sehr wenige Leute eine Strafe. Zandvoort kannst du kaum Strafen sammeln. Okay, gap ahead is 3.3 seconds. A teammate behind is 13.4 seconds. Der Kollege Sepp ist jetzt knapp über 4 Sekunden weg. 4,3. Wir haben da ordentlich Zeit gut gemacht. Durch den Zweikampf hat er wenig verloren, aber davor auch schon was. Das ist sehr gut. Jetzt hat er erstmal ein bisschen Windschatten und danach wird er wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit verlieren. Bisschen nimmt gerade die Konzentration ab, 2 Abkürzungen innerhalb so kurzer Zeit. Das Ärgerlichste ist immer, wenn die nichts bringen, die Abkürzung. Wenn ich nicht mal einen Pace-Gewinn dadurch habe. Is 4.8 seconds. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Der Sepp geht nochmal an die Box. Dann sind wir auf P18. Schade, dadurch geht so ein bisschen Action flöten jetzt, aber
Ja, mal gucken. Kurz vor Brain AFK gewesen. To the car ahead is 8.9 seconds. There's 5 laps of fuel remaining. Also eins muss man auf jeden Fall sagen, die ORL hat, was Fahrerqualität angeht, noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich meine, wenn Josh jetzt auf 17 rum cruist, Krusix auf 20. Bin überrascht, dass ich überhaupt eine Chance habe gegen Krusix dabei. Dann ist es auf jeden Fall drastisch stärker geworden, das Fahrerfeld. Ich meine, aus eigener Kraft, mit eigener Pace, gingen ja noch Punkte vor ein paar Rennen und jetzt geht halt gefühlt gar nichts mehr. Weil da sind so viele Leute vorne mit dabei, die fast schon an F1 E-Sport Quali-Zeiten fast rankommen zumindest. Weiß ich, hat jemand gerade im Kopf, was die F1 E-Sports Pole Position war. Aber ja, so super weit weg sind sie, glaube ich, nicht. Und da fehlt halt super viel. Also ich glaube, ich muss entweder halt richtig, richtig tryharden, damit wir in der ORL mitkommen. Oder wir müssen mal gucken, was wir sonst machen. Dritter Split wäre, glaube ich, ganz geil. Was wurde im Quali als Pole gefahren? 1.8.0. Nur wenn du mit den Stärkeren spielst, wirst du auch stärker. Das ist eine relativ undurchdachte Aussage, sag ich mal an der Stelle. Du nimmst doch auch nicht einen Kartfahrer, der gerade zum ersten Mal Go-Kart gefahren ist und sagst so, bitteschön, hier hast du Lewis Hamilton, hier hast du deinen Mercedes W11, fahr mal. Ja, aber Papa, das ist ein W11. Aber wenn du nicht mit den Stärksten fährst, wirst du auch nicht stärker. Ja, okay. Insbesondere im Motorsport geht es halt darum, dass du halt einfach deine persönliche Pace verbesserst. Und nicht darum, dass du bei anderen jetzt quasi, keine Ahnung, du kannst auch im Hotlap-Modus 1000 Runden drehen und schneller werden.
Aber du fährst nicht das erste Mal Kart. Ja, das. We have two laps of fuel remaining. So kann man eine schöne Analogie direkt kaputt machen. Naja, wenn der Sinn nicht durchgekommen ist, dann ist halt so, bei dem der Sinn durchgekommen ist, da ist halt durchgekommen. Der Vergleich hinkt nur gewaltig. Inwiefern? Es ist halt eine sehr dumme Aussage zu sagen, du musst in F1 gegen die Stärksten fahren, um stärker zu werden, wenn du theoretisch auch gegen einfach niemanden fahren kannst und stärker werden kannst. Ich glaube, Marcel Kiefer ist auch gerade online. Geht mal zu Marcel und fragt den mal, ob man im Hotlap-Modus Pace dazu gewinnen kann, wenn man einfach hotlappt. Wisst ihr, was er sagen wird? Ja. Das ist das, was er euch sagen wird, und das ist die Wahrheit. Du kannst also auch theoretisch gegen null Gegner fahren und besser werden. Aber soll jeder so machen, wie er denkt. Alright, ihr Lieben, die letzte Runde läuft. Bisschen angefangen zu cruisen hier und da. Der Sepp hinter mir dran gekommen. Und jetzt geht's noch ein letztes Mal um den Kurs. Ja, insgesamt zur Mitte hin dann doch ein recht ereignisreiches Rennen. Am Anfang und am Ende wenig los gewesen. Classic Zandvoort. Zum Glück bin ich eine ganz andere Strategie gefahren, weil sonst wäre gar nichts los gewesen im Laufe des Rennens. Und Xavier Tarlov, diesmal kann ich seinen Namen normal aussprechen, gewinnt das Ding. Green flag. Oh, und bei Crucix ist sogar noch was passiert. Ja, schade. Aber, jo, gucken wir mal. ORL hat auf jeden Fall, was dieses reine Fahrerische angeht, mächtig zugelegt. Aber trotzdem, P18, nicht letzter. Ja, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich kann eigentlich nicht unzufrieden... Nee, warte, ich kann... Ja doch, ich kann nicht unzufrieden sein. Es ist jetzt nicht das beste Rennen gewesen, das ich je gefahren bin, aber es ist halt auch nicht schlecht gewesen. Deswegen gehe ich gerade mit sehr, sehr mixed Feelings hier raus. Keine Ahnung. Ja, krasses Ding. Alter Falter, am Ende ganz vorne eine Zehntelsekunde und super viele Leute sind auch straffrei geblieben. Uiuiuiui. Ja, 42 Sekunden Rückstand gehabt, knapp über eine Sekunde hat mir pro Runde gefehlt im Schnitt zu dem Rennsieger. Ja, das ist halt schon eine Welt, ne? Das ist schon krass. Aber jo, mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal läuft. Ich werde auf jeden Fall noch weiter probieren, hier mit dabei zu sein. Gucken, ob ich die Pace halten kann, und ansonsten werde ich trotzdem mal anregen, ob sich eventuell noch einen dritten Split geben wird oder so in der ORL. Mal gucken. Ansonsten, für alle Leute auf YouTube... Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, auch wenn nicht so super viel los war, auch wenn es ein verhältnismäßig kurzes Video war. Der Helikopter ist, by the way, unglaublich schnell. Und ansonsten bis demnächst, ihr Lieben. Gerne ein Abo raushauen, Daumen nach oben raushauen. Bis dann.